Gabone. In der Tat starte ich jetzt mit dem Fachvortrag. Eins wollte ich aber noch vorwegnehmen. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei der Stadt Lauenburg, dass sie uns diese Location hier zur Verfügung gestellt haben. Das ist in diesen Zeiten auch nicht selbstverständlich. Und wir haben hier wirklich große Unterstützung bei der Gesamtorganisation gekriegt. Herr Thiede, vielen Dank an Ihr Team. Das war wirklich sehr hilfreich. Und für uns ganz toll. Gut, dann fange ich mal mit meinem Vortrag an. Als erstes tatsächlich nochmal das Ankommen, obwohl Sie das alle kennen. Ich weiß, für die Leute hier im Saal sind die Folien jetzt leider etwas hell. Das liegt an der Ausleuchtung für die Kamerateams. Das hätte ich vorher gewusst, hätte ich versucht, ein bisschen dunkler zu machen. Aber wir kriegen das schon hin. Wir haben hier Lauenburg, Hohensdorf, Adlenburg, hier oben Schnakenbeck, die B5. Und die B209, die dann mit der B5 zusammengeht und hier nach oben verläuft. Dort sind wir und das Bauwerk, was uns Sorgen macht, ist eben die Elbebrücke im Zuge der B209 an dieser Stelle. Das ist die Brücke, die vor Ort sind, kennen Sie auch. Es ist eine kombinierte Brücke von Straße und Schiene genutzt, aber wie man den Schildern an der Seite entnehmen kann, sie kann nicht gleichzeitig von Schiene und Straße genutzt werden, sondern wenn die Schiene drüber fahren will, wird der Straßenverkehr hier schon angehalten und wir haben in der Tat schon aufgrund der Straßenschäden auch hier Tempo 30. Nochmal kurz zurück, gebaut wurde diese Brücke in den 50er Jahren, also sie ist 70 Jahre alt, Bauzeit 51 bis 54. Da muss man sich mal in die Zeit zurückversetzen, was da war damals, da war noch Nachkriegszeit, da hat man noch nicht so in reinen Materialien gebaut, wie man es heute machen würde, sondern da hat man mit dem gebaut, was man an Stahl auch dann gefunden hat und auch an anderen Baumaterialien. Das muss man einmal Revue passieren lassen. Die Verwaltungsvereinbarung wurde dann auch etwas später geschlossen zwischen Bundesstraßenbauverwaltung und Bundesschienenverwaltung. Und eine Besonderheit ist da drin. Die bestehende Brücke ist im 100-prozentigen Eigentum der Deutschen Bahn. Also es ist kein geteiltes Eigentum, obwohl beide Träger drauf sind, sondern sie gehört vollständig der Deutschen Bahn. Und die Deutsche Bahn stellt der Straßenbauverwaltung die Straßenfahrbahn und Gehsteigseite, wie es so schön heißt, auf unbestimmte Zeit zur Verfügung. Nur hat man damals auch in den 70er Jahren noch nicht daran gedacht, wie sich Straßenverkehr verändert. Jetzt nochmal gepusht nachher durch die Wiedervereinigung. Man hat damals eben ganz andere Straßenlasten angenommen. Und das fällt uns bei diesem Bauwerk jetzt auch auf die Füße ein bisschen. Also ich habe das Bauwerk das erste Mal nochmal sehr deutlich kennengelernt im Jahr 2018. Als mich der Leiter der Meisterei anrief und sagte, die Gehwegplatten, die halten irgendwie nicht mehr so richtig. Das ist aber ganz komisch, weil die Platten an sich eigentlich ganz gut aussehen. So, und dann hat unser Brückenprüfer mal unter die Brücke geguckt, was er eigentlich nicht macht, weil es eigentlich in der Zuständigkeit der Bahn liegt. Und wenn man es erkennen kann, das ist eben ein Stahlträger, den man dann sehen kann. Und wenn fast die Hälfte des Stahlträgers schon durch Korrosion nicht mehr vorhanden ist, dann kann man auch nicht mehr viel Korrosionsschutz da machen, weil auf dem Loch an sich kann man keinen Korrosionsschutz machen. Damals war die Lösung dann, ein extra Gerüst zu bauen, auf die Querträger aufzulegen, die dann gehalten haben. Zu dem Zeitpunkt habe ich dann hier für Stau gesorgt, weil ich einen Fahrstreifen aus der Straße rausgenommen habe, um Fußgänger und Radfahrer mit rübergehen zu lassen. Hielt ich aber für erforderlich, weil diese schwächeren Verkehrsteilnehmer die langen Umwege erst recht nicht in Kauf nehmen konnten. Aber damals waren wir schon so ein bisschen gewahrschaut und haben dann sehr intensiv die Bahn gefragt, wie sieht's eigentlich mit dem Bauwerk aus? Ja, wie sieht's mit dem Bauwerk aus? 2019 hat die Bahn dann eine Sonderprüfung gemacht mit ihrem Brückenprüfer. Wir haben dann 2020 das Ergebnis bekannt gegeben, bekommen Zustandsnote 4,0. Schlechter geht in Deutschland nicht. Also es ist die schlechteste Note, die wir für Brücken vergeben können. Es ist auch die einzige Brücke in Schleswig-Holstein, die eine solche Note von der Straßenbauverwaltung hat. Aber auch die gehört ja der Bundesbahn und nicht uns. Also haben wir uns sehr zügig nach Bekanntwerden mit dem Bundesverkehrsministerium, der Deutschen Bahn und beiden Landesverwaltungen zusammengesetzt und gesagt, was machen wir? Und was wir machen, ist ein sofortiges Instandsetzungsprogramm. Da haben wir in diesem Jahr auch schon angefangen. Das werden Sie vor Ort auch sehen können und gesehen haben, um die Brücke weiter verkehrssicher zu halten. Gleichzeitig war aber die klare Ansage, die Straße geht von der Brücke runter. Und zwar mit einem Ersatzbauwerk für den Straßenverkehr.
Die Situation ist aber vor Ort nicht einfach. Normalerweise würde man ja einfach sagen, naja, wenn ich einen Ersatzneubau mache, dann gucke ich mir die bestehende Brücke an und dann würde ich ja gucken, ob ich sie rechts oder links oder östlich oder westlich daneben setzen kann. Das Problem ist aber, dass wir hier auf beiden Seiten in Niedersachsen sehr enge Bebauung haben, auf schleswig-holsteinischer Seite teilweise auch. Das ist die Werft, hier ist dann auch ein Kindergarten, Wohnhäuser, die wir dort haben. Das heißt, die Situation am Bestandsbauwerk ist nicht ganz einfach und man muss immer ein bisschen Abstand zum Bestandsbauwerk halten, weil ja die Gründungen und Lasten im Untergrund weiter nach außen wirken. Die wirken ja wie eine, ich sag mal so, wie ein Keil nach unten noch. Da muss man immer drauf achten. Nun hätte man sagen können, aber auf schleswig-holsteinischer Seite sieht es hier ja sehr gut aus, alles frei, ja. Wenn man sich dann das Bild dazu anguckt, wie es naturschutzfachlich aussieht, hat man da eben genau dann die andere Blickwinkel. Wir haben hier nicht nur im Zuge der Elbe selber, sondern auch eben in den Vorflächen entsprechende Natura 2000 Gebiete, die ökologisch hochwertvoll sind. Das heißt, wir haben zwei Herausforderungen direkt am Bestandsbauwerk, dichte Bebauung und die Natura 2000 Gebiete, die uns dazu bringen, nicht nur direkt am Bestandsbauwerk nach neuen Querungen zu gucken für die Elbquerung, sondern auch weiter weg. Wenn man sich jetzt fragt, wie weiter weg guckt man dann, dann muss man sagen, Ziel oder Scope des Ganzen sind immer die verkehrlichen Ziele, die man mit einer Straße erreichen will. Wir haben hier zwei starke Nord-Süd-Verbindungen im Zuge von Bundesstraßen. Einmal die B404, die hier auch mit einem Versatz in Gestacht verläuft. Da sage ich gleich noch was zu. Und wir haben hier die B209, die eigentlich auch in Nord-Süd-Richtung verlaufen wollte, aber auch mit einem Versatz über Hohnsdorf und Lauenburg verläuft. Das hat man aus regionalen Aspekten gemacht. Aber wenn man allein aus Bundessicht guckt, die verkehrlichen Ziele der Bundesstraße in Nord-Süd-Richtung, die könnte man auch mit Querungen westlich von Lauenburg oder eben westlich von Schnakenbeck und Adlenburg erreichen. Und das ist immer der Maßstab, wo auch Gerichte sagen, so weit musst du dann gucken und musst prüfen, dass du die verkehrlichen Ziele erreichst. Dieses Bestandsbild einmal gekoppelt mit der Zukunft, die der Bund sich für diese Region vorstellt, das ist ein Auszug aus dem Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen bzw. dem Bundesverkehrswegeplan. Da soll aus der B404 eine A21 werden. Das heißt, wir haben zukünftig nicht mehr zwei Bundesstraßen, sondern wir werden zukünftig eine Autobahn haben, was die Bedeutung der B209 als Bundesstraßenverbindung mit einem anderen Charakter als einer Bundesautobahn noch weiter erhöht. Das ist die Ortsumgehung Gestacht, die schon in der Planfeststellung ist, wo ein Teil sozusagen von der A21 dann genutzt werden wird, beziehungsweise die A25 sein wird. Und wir haben im Bedarfsplan eben Lauenburg Ost als Ortsumgehung zur Entlastung der Hafenstraße und das ist die Ortsumgehung Lauenburg Nord. Das heißt, wir haben hier die Suche einer Elbquerung mit dem weiträumigeren Blick der Verbindungen. Und wir haben zwei Ortsumgehungen, die wir zu betrachten haben. Also nochmal einmal zusammengefasst bis hierhin, bevor wir weitergehen. Wir wissen, dass das Brückenbauwerk leider eine sehr schlechte Note hat. Wir können es mittelfristig für den Straßenverkehr nicht ertüchtigen, für den Schienenverkehr ja. Wir haben leider oder auch nicht, wir haben lange Planungszeiten für ersatzneue Bauten. Das heißt, man muss immer rechtzeitig anfangen, deswegen ja auch die parallele Instandsetzung, für die noch Geld gegeben wird, weil wir zusehen müssen, dass das neue Bauwerk dann auch steht und das alte so lange noch genutzt werden kann. Und aufgrund der räumlichen Gegebenheiten direkt am Bestandsbauwerk müssen wir auch weiter im Westen gucken und weiter im Westen Alternativen suchen. Und die fallen dann räumlich automatisch mit den Ortsumgehungen zusammen. Das ist die derzeitige Ausgangssituation, vor der wir gestanden haben und heute stehen. Wo stehen wir in einem Planungsablauf? Das ist mal ein Auszug aus der Entwurfsrichtlinie des Bundes. Fängt oben an mit der Bedarfsplanung, die der Bund für uns macht. Da muss man wissen, die Ortsumgehung Lauenburg Ost und Nord stehen drin, habe ich ja gerade gezeigt. Ein Ersatzbauwerk ist nicht planfeststellungspflichtig, weil man sozusagen ein bestehendes Bauwerk, das schon da ist, ersetzt und man auch keine Kapazität steigert, wenn man es in der Art und Weise wiederherstellt, wie es jetzt da ist. Wir beginnen aktuell hier in dem Bereich der Vorplanung und haben momentan eben zwischen den Bundesländern eine Verwaltungsvereinbarung geschlossen,
bis zu diesem Punkt, dem Abschluss der Voruntersuchung. Wobei ich mal sagen möchte, gerade diese Phase der Voruntersuchung ist sehr wichtig und essentiell, denn Fehler, die wir in dieser Phase machen, die fallen uns in einem späteren Planfeststellungsverfahren so auf die Füße, dass wir da mindestens dreimal die Zeit rechnen müssen, um die wieder zu beheben, als wenn wir sie hier von vornherein vermeiden. Wie spielen jetzt Umweltplanung und technische Planung zusammen? Da gab es wohl auch ein paar Irritationen im Vorwege. Also Sinn und Zweck und Ziel des Vorhabens habe ich ja eben schon mit erläutert. Im Umweltbereich macht man dann eine sogenannte Planungsraumanalyse. Man guckt sich den Planungsraum an, auf den man trifft. Und dafür muss man erste Überlegungen zu Linienplanungen vornehmen. Das zeige ich gleich nochmal am Plan, welches unsere ersten Überlegungen hierzu waren. Dann werden aus diesen Linien aber erstmal wieder Grobkorridore, in denen man dann tatsächlich nachher weiter die Untersuchungen durchführt für die Umwelt, aber auch für Verkehr, Baugrund, Städtebau, Raumordnung, was dazu gehört. An dieser Stelle gibt es dann auch einen formalen Beteiligungstermin, das ist der sogenannte Scoping-Termin, den haben wir im Dezember angesetzt und wir sind jetzt sozusagen hier vor mit dieser frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Der Planungsraum, diesen abzugrenzen, das ist hier diese äußere Linie. Und dafür sind wir eben gestartet mit ersten Linienüberlegungen. Dafür waren wir hier vor Ort als Straßenbauverwaltung Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammen, haben uns Örtlichkeiten angeguckt und haben uns überlegt, wo könnten die denn sein. Dabei haben wir einmal übernommen aus dem Bundesverkehrswegeplan die Linienführung, diese grüne hier oben, für die Ortsumgehung Lauenburg Nord. Wir haben ein Konvolut an Linien übernommen für Lauenburg Ost, die wir schon entwickelt hatten, weil wir da ja mal angefangen hatten zu planen und haben jetzt geguckt, wie man denn verbinden kann. Klar, man hat einmal von der B209 wieder zur B209 beziehungsweise zur B5, sagte ich ja schon, östlich oder westlich des Bestandsbauwerkes Möglichkeiten zu fahren, wobei man, wenn man weiter im Westen fährt, sich überlegen muss, wie man über die Bahnstrecke rüberkommt, wenn man dann weiter nach Osten will. Wir haben uns dann auch überlegt, noch weiter im Osten nach Querung zu suchen, weil hier ja das Natura 2000-Gebiet liegt, das in etwa hier zu Ende ist, und eine Querung außerhalb dieses Natura 2000-Gebiets zu suchen. In den ersten Linienüberlegungen hat die B209 hier eine Querung unter der Bahn durch, ein vorhandenes Bauwerk, wo man prüfen kann, ob man dieses nutzen kann. Und dann haben wir als erstes mal den direktesten Weg genommen, um dann hier über den Deichweg dann zu einer Querungslinie zu kommen oder eben schon frühzeitiger. Hier ist aber auch einerseits ein Teich, ein Gewässer, ein See, aber eben auch Siedlungsgebiete und Gebäude, sodass eine weitere Möglichkeit, die auf dem Plan total umwegig aussieht, aber vorhandene Straßen nutzt, die Linie war Ausnutzung des bestehenden Bauwerks, Ausnutzung der Landesstraße und dann der Bogen zu einer Elbquerung zurück zur Vermeidung des Natura 2000-Gebietes dort. Naheliegend war für uns dann auch zu sagen, wir nehmen mal Querungen, wo die Natura 2000-Gebiete am kürzesten sind, also die kürzestmöglichste Verbindung zur Überquerung von den hochwertvollen Umweltbereichen. Da haben wir hier mit den ersten angefangen, haben dann festgestellt, dass wir da gerade auf ein Bebauungsgebiet stoßen, das im Bau ist. Haben dann hier daneben noch mal eine Variante gelegt. Diese Varianten haben aber noch den Nachteil, dass sie am Gesthang auf prioritäre Lebensraumtypen, die sind noch mal geschützter in diesen Räumen, treffen. Die kann man auch überbrücken oder untertunneln, aber dadurch ist noch mal diese bläulichere Linie entstanden, die etwas länger durch ein Natura 2000-Gebiet geht, dort aber nicht auf prioritäre Lebensraumtypen trifft. Die sehr eng aussehende rote Variante ist eine, die noch im Flächennutzungsplan der Gemeinde Schnakenbeck nach wie vor vorhanden ist, eingetragen ist, die sich vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick des Plans aufdrängt, die aber den weiteren Vorteil hat, viele Flächen dieser Variante sind derzeit nach wie vor in öffentlicher Hand, weil man sie im Flächennutzungsplan mal so festgesetzt hat und nicht zurückgenommen hat. Jedenfalls etwas, was man auch mit untersucht und nicht von vornherein negiert. Und ganz außen eine Linie, die dann sozusagen auf das Ende der Ortsumgehung Lauenburg Nord trifft. Das waren die ersten Linienüberlegungen. Dann ging es eben weiter. Es wurden erstmal aus diesen Linien Korridore.
Das heißt, diese Linien sind ja nicht fix. Das sind erste Überlegungen, die wir gemacht haben, ohne viel zu kennen. Also man geht da von bestehenden Daten aus, versucht möglichst viel zu eruieren und zu recherchieren. Man hat aber keine eigenen Erfassungen bis dahin durchgeführt. Das heißt, diese Linien können auch alle sich noch ausdehnen und können noch weiter werden, aber natürlich immer nicht so weit, dass sie in die Siedlungsbereiche reingehen. Das war für uns wichtig. Insofern haben wir diese Korridore dann gestrickt. Hier etwas, also nicht so weit Richtung Stadt ran und Gemeinden ran, sondern dann vielleicht nochmal in einem äußeren Bogen weiter. Hier eine ausgefüllte Fläche, weil wir gar nicht so genau sagen können, wo die bestmögliche Linie liegt und im äußeren Bereich auch. Hier unten sieht es immer relativ groß aus in Niedersachsen. Warum ist das so? Weil dort eben Tunnelvarianten erst rauskommen könnten und Tunnelvarianten zusätzlich auch noch mit einer bestimmten Baustelleneinrichtungsfläche sind. Die werden dann nicht so massiv sein, sondern pro Variante wird man dann hier ein Portal haben, muss man auch wieder einen Anschluss finden und hat eine Baustelleneinrichtungsfläche. Da wir aber nicht genau sagen konnten, wo die Variante liegt, haben wir gesagt, alles, was hier in den Korridoren ist, ist geeignet, später entweder eine Straße dauerhaft oder eben baubedingt, anlagebedingt zu haben. Dazu kommt dann aber, dass diese zukünftige Straße auch noch weitergehende Wirkungen hat, Lärm, Luftschadstoffe, Scheuchwirkungen, weshalb insgesamt in diesem gesamten Raum jetzt die ökologischen Untersuchungen stattfinden werden. Also aus diesen ersten Linienüberlegungen werden diese Korridore, und was Sie sehen können, dieser Korridor hier, den wir uns irgendwann mal überlegt haben, ist wieder rausgefallen, weil in unseren Kriterien die Überplanung dieses Siedlungsgebietes eben von vornherein auszuschließen ist, aus unserer Sicht. Diese Karte, diese Folie, kann auch sagen, diese Folien sind auch, hätte ich vielleicht vorher sagen können, auf unserer Internetseite seit heute Morgen online gestellt für Sie. Da wird es nachher auch ein Protokoll geben von dieser Veranstaltung. Zu diesen Korridoren hätten wir sicherlich auch am Ende nochmal gesagt, gern Ihr Feedback. Also ob Sie uns dazu was sagen können, ob wir was vergessen haben. Ich glaube, ich darf das durchaus sagen. Die Kollegen des BUNDs kennen uns schon länger, die wussten, was wir wollen. Die haben uns schon mal, vielen Dank nochmal an dieser Stelle mitgeteilt. Es gibt nochmal, oder die Bitte an dieser Stelle nochmal einen Korridor hier mit reinzunehmen, also auf dem von Osten eine Querung und dann den Deich mitzunutzen, um hier um das Natura 2000 Gebiet herumzukommen. Das werden wir selbstverständlich mit aufnehmen in unsere Untersuchung. Und solche Art und Weise von Hinweisen hätten wir gern, ob wir hier was vergessen haben, ob wir noch was ergänzen müssen oder auch gerne zu den Linien oder Korridoren, was wir da beachten sollten. In diesen Korridoren wird jetzt die vertiefte Untersuchung durchgeführt. Also das ist jetzt sozusagen der nächste Schritt. Man macht dann eine vertiefte Raumanalyse, man macht selber eine Bestandserfassung von Flora und Fauna, man macht ergänzende, vertiefte Linienuntersuchungen, also aus den Korridoren werden dann auch im Zusammenspiel wieder Linien werden und man hat auch noch andere Fachbeiträge, die man ergänzt. Das ist mal eine kurze Übersicht, was wir alles im grünen Bereich mit untersuchen werden, auf einen Blick, also welche Tierarten, welche Pflanzenarten und das, da wird dann im Detail geguckt, was man davon vor Ort tatsächlich findet. Ein weiteres klassisches Beispiel der Vorarbeiten, die jetzt vor uns liegen, ist die sogenannte Verkehrsprognose. Das ist mal das Beispiel von Lauenburg Ost. Also der Verkehr im Bestand, das ist dieser ist diese Darstellung hier unten. Im Jahre 2035 hätten wir 16.000 Fahrzeuge, davon 1.420 LKWs erwartet auf der Querung. Und dann wird eben geguckt, wo würde man später eine neue Ortsumgehung machen. Und dann gibt es noch so einen Differenzplot, wo man erkennt, grün, da nimmt der Verkehr ab. Das war ja auch gewollt, die Hafenstraße zu entlasten ansonsten. Und hier nimmt der Verkehr dann natürlich auf der neuen Querung entsprechend zu. Das werden wir jetzt aber mit der neuen Elbquerung in den unterschiedlichen Punkten untersuchen und nacharbeiten. Später kommt es dann dazu, dass man, wenn man die Umwelt erfasst hat, natürlich noch sagen muss, wie wirkt denn die zukünftige Straße aus diese Umwelt? Das nennt sich dann Auswirkungsprognose. Da werden die unterschiedlichen Linien dann auch miteinander verglichen. Auf der technischen Seite standardmäßig Technik, Wirtschaft, Verkehr und Raumordnung. In diesem Fall werden wir sicherlich auch städtebauliche Aspekte mit reinbringen und wir werden uns auch mit der Agrarstruktur befassen. Beide Aspekte zusammen fließen dann ein in eine sogenannte Gesamtabwägung, wo man dann eben die mitunter widerstreitenden Interessen gegeneinander abwägen muss, um zu einer Gesamtvorzugslinie zu gelangen.